beiden Leute sind, weißt du, so kannst du nicht festhalten, es geht nicht. So, Stream ist an. Ich setze mich jetzt hin. Das ist der schwierigste Teil. Der schwierigste Teil für Robert ist es, dass er hier jetzt ein Mikrofon auf interessanter Höhe hat. Freunde, hört ihr euch alle gut? Die Tontechnik sagt Dankeschön. Herzlich willkommen zu unserem Panel. Bernhard Hennen, Robert Corvus. Eine Reise geht zu Ende, haben wir es genannt. Ja, die Ohrenärzte der Republik werden traurig sein, weil er hat mit diversen Einlagen für den einen oder anderen Hörsturz gesorgt. Zum letzten Mal vor 30 Sekunden. Ja, die im Livestream dabei sind. Ich fürchte, damit wird er in Zukunft auch nicht aufhören. Das ist einfach Teil des Charakters. Das passt schon. Ja, also aber richtig klasse ist, dass hier zum Abschied ein Tisch im Laufstegformat steht. Ich sag da jetzt nichts mehr zu. Der besorgte Blick wird nicht helfen. Ich weiß. Ich weiß, dass ich hier Dinge sagen kann. Das ist keine Versicherung der Welt, wird es abnehmen. Ich drehe mich einfach da hinten um und guck weg. Die Höhe zur Decke ist relativ, das wird schwierig, da geht nicht mehr alles. Das, also wer immer man die Bühne ja gebaut nicht, hat, man wird ja auch nicht jünger. Weißt du, da müsste man so gebückt gehen, dann kriegt man es mit der Zeit im Kreuz. Ja, das hat er noch nicht, also oder er verweigert sich dem. Zwei Autoren, die die deutsche Fantasy-Landschaft in den letzten, wann kam der erste Band raus? Ja, vor 7 Jahren. Vor 7 Jahren. 2016. Seit 2016 ein gutes Stück mitgeprägt hat. Ihr habt seid für viele Leute dadurch auch ein bisschen zum Teil ihres Lebens geworden, indem sie jedes zu Jahr... Zu Idolen, sprich es aus, zu Idolen. Das darfst du über dich selbst sagen, das ist alles in Ordnung. Vielleicht mehr eure Charaktere. Ja, die wurden also als makellos stets empfunden, vorbildhaft in allen Schulen der Republik herausgestellt. Ja. Also Sie müssen dazu wissen, Herr Corvus hat das Schreiben revolutioniert in den letzten 7 Jahren. Bis ich ihn kannte, habe ich immer nur vom Method Acting gehört. So bezeichnet man das, wenn ein Schauspieler sich besonders tief in eine Rolle hineinbegibt, also schon ein halbes Jahr oder noch länger vorher, anfängt, Muskeln aufzubauen oder abzubauen oder zuzunehmen oder besondere Dinge zu lernen. Herr Corvus hat das Method Writing entwickelt. Er begibt sich so tief in die Rolle des Filiasson, es hat ihn verändert in den letzten 7 Jahren in einer Art und Weise, dass ich so vor dem 12. Band Angst hatte. Ich bin zum Arbeiten häufiger nach Köln ihn besuchen und hatte die Befürchtung, so ab Band 6, 7 irgendwann steht er im Kettenhemd mit einer Axt in der Hand in der Tür, wenn ich ankomme und sagt zu mir, Björn, wir müssen reden. Und zwar nur Kettenhemd und eine Axt. Es ist halt barbarisch. Bleibt die wichtige Frage, wirst du dir die Haare abschneiden, nachdem die Rolle jetzt dann abgeschrieben ist? Nein, den Bart werde ich mir rasieren. Also die Haare bleiben dran, aber der Bart kommt ab. Ja? Ja. Das ist das Ding. Ja, er wird anders aussehen. Mhm. Ja. Ich hab's gerade ich lass das. Ja. Mhm. Wie ist die Idee damals entstanden, zusammen diese Romanreihe zu schreiben? Ja, Werner Fuchs ist schuld, das kann man so sagen, oder? Ja, es gibt eine offizielle und eine echte Version. Ne? Die offizielle lasse ich mal aus Zeitgründen weg. Also in Wirklichkeit war es so, dass Werner gesagt hat, Bernhard, du warst ja mal jung. Wir können uns alle kaum noch daran erinnern, aber du warst mal jung. Und da hast du auch mal was Gutes geschrieben. Nämlich die Filiasson-Saga als Abenteuer für das schwarze Auge. Du weißt doch, du willst aber was Ordentliches auch im Buchmarkt haben, probier es damit. Ja, also und dann sagt Bernhard, ob ich der Sache gewachsen bin, weiß ich nicht. Und dann hat, also Werner hat dann gesagt, ja, ich habe jemanden, der kann auf der Bühne glaubwürdig diesen Sympathieträger der Saga verkörpern. Der greift dir unter die Arme. Und so kam dieses Duo zustande. Nächste Frage. Wie hat sich das für dich dargestellt? Der hat den Teil an der Bar übersprungen, als wir so richtig so alte, weiße Männer mäßig uns gegenseitig überboten hatten. Wir kannten uns noch nicht so gut. Und das, ja, wie lange brauchen wir denn für 12 Bände? 12 Bände müssen es ja sein. 12 Abenteuer, 12 Bände, klare Sache.
Ja, also wenn wir nichts anderes machen, 6 Bücher im Jahr, ist geplant, dass die 400 Seiten lang sind. 2 Jahre sind wir durch. Der Denkfehler, den wir da noch nicht so richtig im System drin hatten, war, wir hatten Verträge, in denen was von 400 Manuskriptseiten stand, die abzugeben sind. Das wären dann etwa 350 Druckseiten, so. Das haben wir schon beim ersten nicht geschafft. Und danach haben wir neue Dimensionen des Ausbaus von das nicht schaffen kreiert. Es gibt Bücher, die doppelt so dick sind wie im Vertrag. Die Schattenseite ist, wir haben dann ab Seite 401 kein weiteres Honorar bekommen, weil stand ja klar drin, ist für ein Buch, wenn das mehr wird, euer Problem. Das Faszinierende ist, das muss man herauskehren, kann man nicht hoch genug schätzen, einer hat das mitgemacht. Weil irgendwann ein doppelt so dickes Buch hat ja auch die doppelten Herstellungskosten. Da gehen die Kalkulationen etwas durcheinander. Das haben die bis zum 12. Band mitgetragen, wo dann ganz dezent aus dem Verlag kam, ihr solltet die 1000 Seiten nicht überschreiten. Dann kriegen wir ein Problem und wir bezahlen euch ja nur für 400. Denkt mal drüber nach. Habt ihr? Ja, wir haben die 1000 nicht überschritten, aber wir haben natürlich kein vernünftiges Preis-Leistungs-Verhältnis. Beim 10. Band habt ihr die 1000 überschritten. Ja, da waren wir drüber. Aber also das sind dann immer 10% weniger Druckseiten und die Druckseiten sind 920, also waren wir knapp drüber. Wir waren bei 1050 oder so. Mhm. Das schon und das war auch schön. Also. Wie fühlt es sich jetzt an, wenn das Ding rum ist? Ist das Erleichterung? Ist das okay, Erleichterung, feiern? Bei mir ist das noch traurig, nicht so ganz angekommen, weil der Dauerschreibdruck so da ist, dass immer das nächste Projekt da ist. Und so in Ruhe darüber nachdenken, wie das sein wird in Zukunft, ohne Singenlesungen zu haben wieder, das konnte ich noch gar nicht. Ach ja, jetzt habe ich das gespoilert. Für diejenigen, die noch nicht in einer Filiasson-Lesung waren, wir haben hier am Ende der Veranstaltung ein besonderes Schmankerl. Wir haben die Tür gerade abgeschlossen. Ja, genau. Also, die Feuerwehr liebt es auch. Ja, das ist ganz weit vorne. Spielst du überhaupt DSA? Früher. Also, früher? Ja. Also ich habe früher ganz intensiv das Schwarze Auge gespielt. Aber tatsächlich war bei mir irgendwann der Punkt, wo das Rollenspielen konkurriert hat mit dem Schreiben. Das waren so die Zeitslots, die man entweder für das eine oder das andere verwenden konnte. Und dann hat er Schreiben gewonnen. Und das ist, also, dass ich jetzt noch Rollenspiele spiele, ist ganz, 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 ganz selten. Wie sieht es bei dir aus? Ja, leider ähnlich. Also, es ist schon ein Job, der nie eine 40-Stunden-Woche ist. Da hat man Familie und Kinder und zugelaufenen schwarzen Kater, der regulierend versucht, in mein Leben einzugreifen, indem er sich vor meinen Bildschirm setzt, wenn er meint, dass ich lange genug davor gesessen habe. Kenn ich. Sehr lustig. Es klappt dann nicht. Wir zanken uns dann. Er ist dann irgendwann beleidigt oder durch Breckis bestochen oder sowas und ich schreibe weiter. Mit dem Rollenspielen ist schwierig geworden. Die Spielrunden sind weg oder finden so in Jahresabständen statt. Ich habe aber Spieler, die sich tatsächlich noch erinnern, was wir im Dezember vor 2 Jahren gespielt haben und mich seitdem bedrängen und dass ich das getan habe, daran hast du eine gewisse Mitschuld. Ich habe mit denen Alien gespielt. Wir hatten alle viel Spaß, und aber leider haben wir zu 5, das ist das Problem der jenseits 40-Jährigen, seit 2 Jahren keinen Termin mehr gefunden, der für alle funktioniert. Ja. Ich versuche schon länger mit dir einen Termin zu machen. Ja, das ist schwierig, ja. Wenn ihr so vor diesen 3,5 Meter Filiasson-Schrankwand steht, die diese Bücher ungefähr einnehmen, ist das so ein Gefühl des Stolzes, wenn man da drauf guckt? Also man ist nicht unbedingt niedergeschmettert, wenn du das jetzt meinst. Nee, also man denkt sich immer, wenn die Buchhandlung alle hätte, dann wären wir hier so fett wie George Martin. Aber sie haben die nicht alle. Aber sie haben auch nicht mehr alle George Martin. Nee, aber sie hatten euren Band. Bei mir gegenüber ist eine Buchhandlung. Da stand euer Band, und zwar auch mehr als einmal. Also stand mehr als einmal. Also hat ihn keiner gekauft? Doch, doch ich. Alle beide. Ja. Auf dich ist Verlass. Ah.
welche, also ich meine, abgesehen von den Hauptcharakteren, wo es ja völlig klar ist, was der Hauptcharakter der Buchreihe ist. Klar. Das wollen wir ja nochmal feststellen. Ne? Ist ja eindeutig geregelt, wer der eine existierende Hauptcharakter ist. Richtig. Ja, es ist der Underdog, ne? Gibt es unter all den Charakteren welche, die euch irgendwie ans Herz gewachsen sind? Nee, die sind mir alle total egal. Ja, also der Typ, den er immer den Raubmörder zur See nennt, wohingegen ich immer erkläre, ist ein Sozialrevolutionär. Ne? Also der sorgt sich intensivst um die Umverteilung unrechtmäßig erworbenen Goldes im tiefen Süden Aventuriens in die richtigen Taschen. Also er ist Sklavenbefreier, er hat jede Menge positive Punkte. Der hat nur einen kritischen Fehler gemacht, der hat keinen Skalden an Bord auf seiner Reise. Deshalb heißt das Ding Filiasson-Saga. Wäre bei diesem Propagandatrick nicht so grandios gescheitert, dann wäre es vielleicht die Beorn-Saga geworden. Was sagst du dazu? Alles Lüge. Dich daneben ist auch dabei. Also von den Figuren, die mir ans Herz gewachsen sind, war eigentlich von Anfang an Shaya vorne mit dabei, weil Shaya so die Figur ist, die nichts Besonderes kann und die eigentlich auch gar keine Lust hat, auf diese Reise zu gehen. Die also nicht das teilt, was viele von den anderen haben, dass sie so einen besonderen Grund haben, warum sie jetzt um Aventurien herumfahren wollen. Sie kommt nachher auf den Geschmack, aber grundsätzlich ist sie eigentlich jemand, die lieber zu Hause bleibt und ein gutes Buch liest. Kann ich mich voll mit identifizieren. Und eben jemand, die nicht über irgendwelche Superkräfte verfügt. Also Shaya ist unsere Stellvertreterin in der Geschichte, so für mich immer gewesen. Mhm. Und deswegen hatte ich da auch immer eine besondere Beziehung zu. Hattest du auch sowas? Also tatsächlich mag ich Beorn schon sehr. Er hat leicht anderes Bild bekommen, als er in der Rollenspielgemeinde hat. Also wenn man die 12 Romane durchgelesen hat, nach dem 5. Prolog verschiebt sich das Beorn-Bild nach dem 12. nochmal, wenn man weiß, woher die Feindschaft zwischen ihm und Filiasson kommt. Und er ist nicht mehr so ein Abziehbösewicht, sondern der Bösewicht. Ich mag die. Ihr habt ja jetzt Nachfolger bekommen. Mhm. Es ist ja bekannt gegeben worden, die nächste Buchreihe, die nach eurer kommt. Wenn ihr, ist Lena, ne? Lena und Tom. Genau, mhm. Lena und Tom, die nächste große Kampagne zu Roman verarbeiten. Wenn ihr denen jetzt so einen Rat mitgeben könntet, lest die Filiasson-Saga kommen Bücher. Figuren drin vor, die in eurer Kampagne eine Rolle spielen. Ja, das stimmt tatsächlich so. Ja. Dem schließe ich mich doch glatt an. Okay, also sollen eure Bücher lesen, dann kann eigentlich nichts mehr schieflaufen. Ja, absolut nicht. Also man kann beides draus lernen. Ja, das sollten sie vielleicht doch anders. Weil Piper gehört zu den Verlagen, die haben mir schon mal gesagt, dass ich ein Buch kürzen muss. Da gibt es eine Grenze und das ist dann wirklich eine Grenze. Und die ist weniger als 1000 Seiten gesteckt. Also, dass man ein Problem damit hat, wenn Autoren um 250% überziehen, kann ich ja irgendwann auch verstehen. Und so zum Thema Zusammenarbeit. Ich meine, ihr habt euch ja jetzt wirklich 7 Jahre aneinander gebunden. Ihr seid die ganze Zeit auf Convention. Zehn Jahre. Weil wir begonnen haben zu schreiben 2014, auch wenn 2016 der erste Roman erschienen ist. Und jetzt ist ja 2023 fast rum. Also 10 Jahre, ja. Und zu dem Thema, ihr werdet jetzt 10 Jahre miteinander arbeiten. Gibt es dazu was, was man, weil kreativ arbeiten ist ja doch was anderes als wir bauen jetzt einen Schrank. Es hat am Ende seltsame Blüten getrieben. Diese Schreibgemeinschaft hat länger gedauert als manche Ehe. Einige Veranstalter haben schon angefragt, ob man uns im selben Hotelzimmer unterbringen kann. Kein Scherz. Und kann man? Nein. Das hat einen ganz einfachen Grund. Der erst Erste einschläft, hat gewonnen. Der andere wird sich den Rest der Nacht das Schnarchen anhören. Oder gewalttätig. Aber wie ist das kreativ, so lange an so einer Reihe, die von so vielen Menschen gelesen wird,
zusammenzuarbeiten. Also ja, doch. Es gab so einen komischen Abschleifeffekt. Am Anfang haben wir uns relativ viele Kommentare an den Text geschrieben, wie man das denn besser machen kann. Recht schonungslos. Das ist mit der Zeit weniger geworden. Ganz zum Schluss, im Prolog des 12. Bandes, flackerte das nochmal auf mit langen Diskussionen über Sichtweiten über See. Bei was für einem Wetter? Dummerweise, wir haben ja einen Leser, der Seefahrer ist, den haben wir nicht kontaktiert. Ich hoffe, die Lösung am Ende stimmte. Auf jeden Fall haben wir da lange drüber Nebel korrespondiert. Notfalls ist die Lösung immer, war halt gerade Nebel. Ja, ein halbes Jahr lang. Heißer Insel im Nebel, ey. Ja, es hört sich schmerzhaft an. Hm? Naja, es kamen dann Urlaubsfotos zur Sichtbarkeit und dann kamen irgendwelche wissenschaftlichen Aufsätze zu und dann Urlaubsfotos toppen wissenschaftlich auf. Es war, ging lange hin also und her. Also Urlaub, was hat gewonnen? Urlaubsfoto oder Wissenschaft? Urlaubsfoto. Der Dickkopf hat gewonnen. Der Dickkopf. Ja. Also du hast gewonnen. Ja. Der länger sagt, ist so. Ja. Manchmal hatten Diskussionen solche Züge. Und dann waren sie wieder sehr ernsthaft. Aber so witzig sich das anhört, alles in allem haben sie in Summe die Bücher besser gemacht. Also, weil wir an unterschiedlichen Stellen pingelig sind und der Corvus etwas getan hat, wo ich schlampig gewesen wäre, der hat immer alles rundherum im DSA-Universum gelesen, wirklich, was die Dinge berührt haben könnte, die wir dann schreiben wollten, und war super vorbereitet, manchmal etwas zu vorbereitet. Im 11. Band hat er mich damit echt gestresst, aber ansonsten hat er für eine sehr, sehr hohe Weltenkonformität gesorgt, was alles in allem für das DSA-Universum ja auch genau der Weg ist, den man gehen sollte. Ich denke auch, dass die Leser dir da sehr dankbar sind. Ja, ich bin schon super. Wie geht's denn bei euch danach weiter? Bei dir weiß ich, dass du sehr, sehr Richtung Science Fiction gehst jetzt, sehr viel in dem Bereich aktiv bist. Also ich bin ja schon seit einiger Zeit Teamautor bei Perry Rhodan, und das ist ja Science Fiction. Ne? Und das ist, da wollte ich drauf hinaus. Ja. Nee, also das ist völlig richtig. Und das ist ja auch ein größerer Teil von dem, was ich so mache. Und dann die Leute, die mir ja auf Twitch oder auf Patreon oder so folgen, die wissen auch, dass ich ein größeres Fantasy-Projekt konzipiert habe, das im Moment so in der Entscheidungsphase ist, ob das denn jetzt einen Verlag machen möchte oder nicht. Das heißt Die Vagabunden, und das ist tatsächlich jetzt gerade heiß. Also das ist jetzt so über den Monatswechsel, vielleicht bis Mitte Dezember wird sich das wohl entscheiden. Und das habe ich immer gerne gemacht, dass ich beides hatte. Jetzt habe ich die Filiason-Saga halt nicht mehr, aber prinzipiell habe ich eben gerne, wenn ich gerade Science-Fiction schreibe, die Aussicht, ich kann demnächst auch wieder Fantasy schreiben, aber umgekehrt genauso. Wenn ich gerade Fantasy schreibe, ist dann meine Sehnsucht nach Science-Fiction baut sich dann wieder auf. Mhm. Und das hat so in den vergangenen Jahren immer ganz gut funktioniert, dass man das so ein bisschen alternieren konnte. Ich habe ja auch bei Piper noch Dinge gemacht und so. Das war eine ganz gute Sache, wo ich mir praktisch selbst den Ball immer zuschmeißen konnte. Und das probiere ich jetzt eben wieder zu etablieren. Bei Perry Rhodan bin ich in der Science Fiction fest. Das heißt, ich brauche jetzt irgendwie was in der Fantasy. Mhm. Und das versuche ich jetzt. Bauen. Dann drücken wir doch alle die Daumen, dass sich das positiv entscheidet im Dezember. Mhm. Wie sieht es bei dir aus? Variabel. Kommt ja jetzt auch. Genau, es muss im Augenblick der Abschlussband der Schattenelfenreihe fertig werden bis zum 4. Dezember. Wird spannend. Danach gibt es ein DSA-Projekt, über das ich nicht viel erzählen darf, das anders wird. Und darüber hinaus verhandle ich gerade mit Heine über einen Elfenband, in dem die Kurzgeschichten versammelt sind, die irgendwann angehängt worden sind an die ersten vier Elfenbände in der Neuausgabe, sodass diese Geschichten plus eine, die es nur als E-Book gibt, plus noch zwei neue in einem neuen Band zum Jubiläum 20 Jahre Elfen Ende nächsten Jahres erscheinen werden.
Und Heine pocht sehr darauf, dass da auch ausschweifend etwas Neues drin ist. Das erste Telefongespräch dazu war, na, Hennen, also können Sie sich vorstellen, eine Novelle zu schreiben, sie sollte etwas länger sein. Ich sage, ja, bis 100 Seiten kann ich mir vorstellen. Nein, Ihre Elfenleser brauchen noch längere Geschichten. Also es müssten schon mindestens 150 Seiten sein. Dann kam ein längerer Vortrag, warum das 150 Seiten sein müssen. Und irgendwann habe ich gesagt, ja, ist okay. Es ist ein komplexes Thema. Ich kann mir auch 150 Seiten vorstellen. Da habe ich vorletzte Woche von meinem Agenten erfahren, dass der Verlag sagt, ja, Hen hat für eine 200 Seiten Elfengeschichte zugesagt. 500. Genau. Und ich habe ihm dann nur gesagt, wir erreichen langsam das Volumen eines halben Romans. Ist der Vorschuss, den Sie sich vorstellen, entsprechend? Ja, nee, dazu haben die sich in den letzten 12 Wochen noch nicht äußern können, aber sie haben schon mal den Erscheinungstag angekündigt. Sehr schön, sehr schön. Ja, ja. Genau, mehrere. Gut, jetzt kommt der Teil, für den ich mich in Sicherheit bringe. Machst du jetzt schnell? Ja, wir haben eine halbe Stunde haben wir rum. Nein, 5 Minuten. 25 Minuten. Ne? Da müsst ihr, die Leute wollen noch euch. Ihr wollt doch wir wollen lesen. Singen, ja, okay. Wir wollen, singen, tanzen und lesen. Wollen wir lesen oder wollt ihr mit uns reden? Also sind wir Leute, mit denen ihr gerne reden wollt? Oder wollt ihr. Oder wollt ihr auch was nicht von dem Buch hören? Ich weiß. Mhm. Entspannen Sie sich, das geht ja auch weiter. Die Frage ist, wollt ihr meine Hackfresse in der Mitte sehen oder ja, gehe ich jetzt in Sicherheit und die beiden lesen jetzt mal vor aus dem Buch? Ich meine, das Nette, auf die Art kommen so die Geschichten raus, die man nicht lesen kann. Die Bücher können Sie ja alle kaufen. Ich meine, den 12. leider im Moment bei uns nicht mehr, aber im gut sortierten Buchhandel gibt es den. Und die anderen 11 haben wir noch da. Die Geschichten, die wir erzählen, die gibt es, je nachdem, was für Fragen. Keiner auf. Es will keiner mit uns reden. Das ist doch jetzt ganz eindeutig. Also wir müssen jetzt was vorlesen. Man muss auch aufrufen zum Aufzeigen. Du, willst du was wissen? Also. Nee, er hat den Kopf geschüttelt. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß mit der Auszügen aus dem neuesten Phileason-Band. Und wie gesagt, da mir körperliche Unversehrtheit wichtig ist, gehe ich jetzt weit weg von der Bühne. Nah an die Tür, empfehle ich. Ja. Mhm. Obwohl es auch gefährlich ist, dann rennen die Leute einen bei Flucht um. Also der Band, aus dem wir lesen, heißt König der Meere. Das ist der Abschlussband, der 12. Und man kann vielleicht vorweg schicken, wir sind mit der Otayasko des einzig wahren Drachenführers unterwegs, nämlich der von Phileason. Der selbst kommt aber in der Szene nicht vor. Sondern wir befinden uns in Ublarasin, einer Goldgräberstadt. Es ist unheimlich heiß, also sehr trockenes Klima, trockenes Wetter im Moment. Und wir treffen wieder den, aber das steht hier ja eigentlich. Also können wir eigentlich anfangen. Wer liest denn eigentlich was, Bernhard? Ich, die gelben Stücke. Die sind bei mir grau. Ja gut, dann mach mal. Ublarasin, 13. Tag im Windmond. Mit einem Faltengebirge auf der Stirn und in die schmalen Hüften gestemmten Fäusten betrachtete Abdul El-Mazar den Scheiterhaufen. Mich deucht, die üblen Bewohner dieses Pools planen, einen Spiritus Ignis zu beschwören. Einen Feuergeist? Fragte Mirandola Ernatesa. Ich bezweifle, dass es jemanden gibt, dem die Hitze hier nicht reicht. Leomara della Rescati stand mit den beiden Erwachsenen auf einer Weide, wo die Bebauung von Ublarasin in der Steppe versickerte. Jedenfalls wäre es wohl eine Weide gewesen, wenn es in den vergangenen Wochen geregnet hätte. Nach all der Sonnenglut war das Gras gelb verbrannt an manchen Stellen, drängte es sich furchtsam zu Büscheln zusammen. Der gebackene Boden war hart unter den Füßen, an denen Leomara luftige Wildlederschuhe trug. Ihr Onkel hatte sie sich von einem bunt bemalten Händler aufschwatzen lassen, der behauptete, seine Großmutter väterlicherseits sei eine Elfe gewesen. Wenn das zuträfe,
müssten die anderen drei Großeltern Goblins gewesen sein. Anders waren der gebeugte Gang und die Brustbehaarung kaum zu erklären. Du bist zwar nicht ganz frei von Bildung, meine liebe Mirandola, beschied Abdul, aber dass ich ab und an gewillt bin, mir deine Einschätzung anzuhören, sollte dir nicht zu Kopf steigen. Ich will damit nur erreichen, dass du dich an das Argumentieren gewöhnst. Ich hab daheim in Taladur an so manchem gelehrten Zirkel, unwirsch, wedelte Abdul mit der Hand, unterbrich mich nicht, wenn ich denke, Tochter der Eitelkeit, beobachte und lausche stattdessen mit angemessener Faszination, auf dass du eines Tages ebenfalls eigenständige Überlegungen anzustellen vermagst. Wenn es hier um eine elementare Beschwörung ginge, müssten sich da nicht irgendwo Zauberzeichen befinden? Sie nahm einen der Scheite und wendete ihn hin und her. Nichts, einfach nur Holz. Und auf dem Boden, sie zeigte auf die Umgebung des brusthohen Haufens, ebenfalls nichts. Wenn die Beschwörung erst in ein paar Tagen stattfinden sollte, kann es sein, dass die Zauberzeichen noch gezogen werden, sagte Leomara. Magier sammeln im Allgemeinen erst die Paraphernalien und schließen alle sonstigen Vorbereitungen ab, bevor sie die astralen Handlungen beginnen, schon allein, damit sie die Zauberzeichen nicht verwischen, wenn sie noch etwas anderes richten müssen. Sehr wahr, lobte Abdul. Habe ich dir das bereits einmal erklärt? Nein, das weiß ich von den edlen Herren, die untersuchen wollten, woher meine Visionen kommen. Dann sind das wahrscheinlich ehemalige Schüler von mir. Das glaube ich nicht, sagte Leomara. Genauso wenig, wie dass hier ein Spiritus Ignis beschworen werden soll. Ach, machte Abdul. Und wozu sollte diese Ansammlung von Brennholz stattdessen dienen? Um ein Karen an einem Spieß zu braten, ist sie doch wohl etwas zu hoch geraten. Davon, Leomara warf sich in die Brust, eine Pose, die sie von Dozenten in Erinnerung hatte, ist auch nicht die Rede, Kollege. Kollege, brauste Abdul auf, während Mirandola hinter ihm grinste. Lausche, Großvater der klugen Kombination, und richte deinen Falkenblick auf jenen Baum, auf das du ihn in deine Überlegungen einbeziehen kannst. Die Birke stand zwischen dem Scheiterhaufen und der Stadt. Sie war außergewöhnlich hochgewachsen, wie es bei alleinstehenden Bäumen häufig vorkam. In diesem trockenen Sommer erwies sich das als Nachteil. Was sie an Laub noch an den Zweigen hatte, war gelb oder sogar braun. Sie scheiterte wohl daran, genug Wasser aus dem Boden zu ziehen, um die Blätter frisch zu halten. Das Segel ist in der Tat recht auffällig, meinte Mirandola. Schwätz keinen Unsinn, wenn sich zwei Gelehrte unterhalten, rügte Abdul. An einem Baum befestigt man kein Segel. In das Geäst war ein Leinentuch gebunden, das in etwa die Dimensionen des Segels der Seeadler hatte. Es war jedoch nicht weiß und rot gestreift, sondern hellbraun. Mit schwarzem Strich war eine geschwungene Form aufgepinselt. Das ist eine Luke, erklärte Leomara, die Schwanzflosse eines Wals, die er in die Höhe reckt, wenn er taucht. Mirandola lüpfte eine Braue. Das Kind hat recht. Natürlich hat Leomara recht. Schließlich lernt sie das Denken, indem sie dem klügsten Mitglied der Otayasko immer schön zuhört. Gönnerhaft tätschelte er Leomaras Hinterkopf. Das gefiel ihr gar nicht. Sie trat einen Schritt zur Seite. Hilft dir mein Hinweis ausreichend auf die Sprünge, um den Zweck des Scheiterhaufens zu erschließen, Kollege? Etwas vorlaut, die Kleine, findest du nicht, Mirandola?
Das tut nichts zur Sache, versetzte die almandanische Gelehrte. Erkennst du den Zweck des Scheiterhaufens? Ich will dich gern einmal raten lassen. Oh nein, ich verzichte. Es gefällt mir, den klügsten Geist in unserer Otayasko zu bestaunen, sie zwinkerte Leomara zu. Gewichtig verschränkte Abdul die Arme und schritt vor dem Holzhaufen auf und ab. Er spähte hinüber zur Birke mit dem bemalten Leinentuch. Er blieb stehen, zupfte seinen Bart und nahm die Wanderung von Neuem auf. Er besah die Blockhütten und die Zelte von Oblarasim. Er fasste ihr eigentliches Ziel ins Auge, den Pferdehändler, vor dessen Stall eine Koppel abgezäunt war. Er legte den Kopf in den Nacken, sah in den blauen Himmel und kratzte seinen Hals. Eigentlich ist es gar nicht so warm, meinte er. In der Kom ist es viel heißer. Lenk nicht ab, forderte Mirandola. Du wirst doch wohl herausfinden, was sogar einem Kind aufgefallen ist. Leomara gefiel es nicht, als Kind bezeichnet zu werden. Aber der Anblick des sich windenden Abdul war so lustig, dass sie es Mirandola nicht nachtrug. Es ist ja ganz klar, das setzte ihr Gefährte an. Ja, fragte Mirandola gedehnt. Was ist ganz klar? Abdul wedelte mit einer Hand über dem Kopf. Es versteht sich ganz von selbst, dass man komplizierte Überlegungen des Morgens anstellt und nicht am Nachmittag, wenn die Sonne bereits den Saft aus der Stirn getrieben hat. Aber es ist doch gar nicht so warm, erinnerte Leomara. Für euch schon, ihr seid Nordländerin. Ich stamme aus dem lieblichen Feld. Das liegt weiter im Süden als die Kom. Aber du hast viel Zeit im Norden verbracht. Weniger als du. Nur in absolutum studiosa, in relativum jedoch, bin ich meiner schönen Heimat lediglich einen Bruchteil meiner Lebenszeit fern gewesen, du dagegen praktisch deine gesamte bewusste Existenz. Er lächelte zufrieden. Weswegen ich euch vorerst damit verschone, meine genialen Überlegungen nachzuvollziehen, wenden wir uns dem Auftrag des Fockwulf zu und schreiten flugs aus, einige stolze Rosse zu erwerben. Überall in Oblarasim war man der Ansicht, dass es eine wahre Qual wäre, zu versuchen, die Seeadler noch weiter nach Süden den Fluss hinaufzubringen. Schon bei mittlerem Wasserstand wäre das ein schwieriges Unterfangen geworden. Bei dieser Dürre jedoch müsste man das Drachenboot öfter tragen, als dass man damit hätte fahren können. Swafnild fand sich mit dieser Auskunft nicht ab. Sie war mit einem Erkundungstrupp unterwegs, weil sie sich ein eigenes Urteil bilden wollte. Um keine Zeit zu verlieren, hatte Phileas von Mirandola beauftragt, nach Pack- und Reitpferden Ausschau zu halten. Eilig schritt Abdul über die ausgetrocknete Weide. Leomara und Mirandola folgten ihm. Nur, dass du es weißt, Kollege, rief sie hinter dem dürren Mann her. Es gibt viele Torwaler in Oblarasim und die feiern in ein paar Tagen das wichtigste Fest, Sumarblot. Selbstverständlich, du denkst doch nicht etwa, ich wüsste das nicht. Swafnirs Fluke, Leomara zeigte auf das segelähnliche Leinen, wird bestimmt das Zentrum der Feierlichkeiten bilden. Und wenn das Feuer brennt, wird es durch den Stoff scheinen. Von der Stadt aus betrachtet, wird es aussehen, als ob der Wal in einem Meer aus Flammen schwämme. Abdul blieb so abrupt stehen, dass Mirandola beinahe in ihn hineingelaufen wäre. Zackig drehte er sich um und starrte den Scheiterhaufen an, ruckte zum Baum herum und spähte dann zur Stadt. Phänomenal. So muss es sein. Das heißt, du bist nicht selbst darauf gekommen? Fragte Leomara genüsslich. Selbstverständlich.
Er strich seine stets saubere Robe glatt. Aber dass du auch schon so weit bist. Mirandola, nimm dir ein Beispiel an der Kleinen. Und jetzt, er schnippte mit den Fingern, frisch voran zu den edlen Rossen. Wollt ihr noch was wissen? Ja. Bitte. Wer von euch beiden hat den Text geschrieben? Ah. Es gibt ein Saalmikrofon. Wir haben noch so ein Internet. Das wird das Internet wiederholen. Wer von euch beiden hat diesen Text geschrieben? Ich. Das ist generell so, dass fast alles, was aus der Sicht von Philiassons Otayasko geschildert wird, von mir ist. Fast alles, was von Beons Schergen berichtet wird und Bernhard verbrochen wurde. Also ich habe die Truppe der Sozialrevolutionäre geschrieben. Mhm. Und bei den Prologen, die ja recht lang sind in der Saga, das sind immer so vorgeschaltete Novellen, die haben wir aufgeteilt. Es sind ja 12 Prologe, weil es 12 Romane sind. 6 davon hat Bernhard verfasst, 6 davon sind von mir. Aber diese spezielle Szene, das war jetzt aus der Sicht von Philiassons Otayasko, die ist von mir. Jetzt frage ich natürlich nicht, welche 6 Prologe besser und welche 6 schlechter sind. Das ist jedem klar. Frage stattdessen, was euer nächstes Projekt ist, denn dass wir von euch ein nächstes Projekt erwarten, ist doch logisch. Wie kommt ja. Ihr da raus im zweiten die, Fall, die schönsten Träume sind die unerfüllten. Nächste Frage. Ja, hi, Aurelius mein Name. Ihr müsst ja ein paar Deadlines einhalten. Heutzutage macht man das in der Schule so, dass man einen Abend davor ChatGPT aufwirft. Hat der Aufstieg der KI irgendwas an eurer Arbeitsweise geändert? Kamt ihr mal in Versuchung, das irgendwie unterstützend zu nutzen vielleicht? Bisher gar nicht. Das wäre schwierig geworden, denn die KI hätte die Philiasson-Saga und das DSA-Universum echt gut kennen müssen. Wenn man hingegen in einer völlig neu erfundenen Welt den ersten Band schreibt, glaube ich schon, dass KI eine Versuchung für Autoren sein könnte. Ich bin der bisher nicht erlegen, werde das so, wie meine Pläne für die nächsten 2 Jahre sind, auch ganz sicher nicht. Ich kenne auch schon Autoren, die auf ihre Texte schreiben, original vom Autor, um zu betonen, dass die eben KI-frei sind. Und wir bewegen uns da in einem sehr schwierigen Feld. Es gab eine KI-Untersuchung im Sommer, wo man festgestellt hat, dass im Wissensvolumen dieser KI mehr als 9 Millionen Mal das Copyright-Zeichen vorhanden war. Das heißt, es war ganz klar, die Texte gehörten irgendjemand und waren theoretisch geschützt. Ich glaube, dass uns da noch sehr, sehr viele Diskussionen bevorstehen. Ich glaube aber auch, dass die KI etwas ist, was in ihrer Form unaufhaltsam ist und möglicherweise ja durchaus zu einem nützlichen Tool werden kann. Also ich habe jetzt schon von einem Künstler gehört, der KI bewusst benutzt. Und das Bild dann supert, weil er sagt, KI kann gute Bilder, aber ich kann bessere. Aber ich kann mir ja schon mal ein Stück des Weges abnehmen lassen, um dann meine persönliche Note reinzumachen. Ich glaube, das wird in Zukunft häufiger passieren. Es wird aber genauso die Künstler weiterhin geben, die sich dem ganz konsequent verweigern, die dann aber feststellen, dass KI ihre Bilder drin hat und ähnliche entstehen. Also ich sehe viel Ärger am Horizont, was Copyrights angeht. Und so wie es im Augenblick aussieht, scheint die Künstlerklage gegen KI abgewiesen zu werden in der EU. Das heißt, es wird weiterhin alles möglich sein. Ich persönlich finde das schlecht, weil Copyright sonst etwas ist, das extrem groß geschrieben wird. Und letzten Endes muss man sagen, die Leute, die KIs betreiben, werden am Ende des Tages auf die eine oder andere Art damit Geld verdienen.
und sie verdienen Geld damit, dass sie die KI gefüttert haben mit unglaublich vielen Daten, die zumindest teilweise Copyright geschützt waren. Das sollte nicht erlaubt sein. Ich glaube aber, da wird es enden. Ich habe da einen kleiner Hinweis zu diesem Thema. Haben wir heute um 14 bis 15 Uhr ein Panel gehabt, was ihr auf Twitch und ab nächste Woche dann auch auf YouTube nochmal nachschauen könnt, wo diese Dinge auch etwas intensiver angesprochen wurden. Soll ich da noch was zu sagen oder wollen wir lieber eine neue Frage nehmen? Ich weiß nicht, was gewünscht ist. Also ich habe eigentlich eine sehr positive Sicht auf diese ganze KI-Geschichte. Das liegt aber auch ein bisschen daran, warum ich überhaupt schreibe. Und mein Anstoß, überhaupt Bücher zu schreiben, es ist nicht kokettiert, ich mache das ungern. Ich schreibe ganz ungern Rohfassungen. Das ist eine Quälerei. Was ich gerne mache, ist überarbeiten, aber die Rohfassungen schreiben mache ich ganz ungern. Und ich mache das nur deswegen oder primär deswegen, weil ich die Geschichten suche, die ich selbst gerne lesen möchte. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. So eine KI schreibt die Geschichten, die ich gerne lesen möchte, dann bin ich happy. Dann mache ich vielleicht auch was anderes, dann bin ich eben kein Autor mehr. Aber dann habe ich ja, was ich will, nämlich die Geschichten, die ich gerne lesen möchte. Ich glaube nicht, dass sie das schafft. Wenn sie das aber nicht schafft, was macht sie denn dann? Dann macht sie eine Rohfassung, ein Rohgerüst, das ich nehmen könnte und daraus dann meine Geschichte zu machen. Das ist aber nichts anderes, als wenn ich einen Ghostwriter hätte oder einen Assistenzschriftsteller. Dieser Assistenzschriftsteller wäre ein sehr belesener, so wie die KI auch. Haben wir ja gehört, wie viele Werke die so drauf hat und aus welchem Fundus sie so schöpft. Aber das gibt es auch schon. Also ich könnte irgendwelche Leute anstellen und könnte denen sagen, ich kaufe dir jetzt ab. Also in Deutschland nicht, aber in Amerika könnte ich das. Und könnte dem sagen, ich kaufe dir ab, dass dein Name genannt wird. Wir tun so, als hätte ich das geschrieben. Du erledigst für mich Recherche und schreibst dieses Buch dann da. Aber genau das will ich ja nicht. Ich will ja meine Bücher schreiben. Die nächste Frage ist, habe ich noch einen Markt für meine Bücher? Wenn jetzt die KI Sachen schreibt, die ihr alle genauso gut findet wie meine, aber oder besser findet als meine, die aber kaum was kosten, weil es ja kostengünstig ist, das mit einer KI zu machen. Dann bricht halt mein Berufsbild zusammen. Ja, aber Kutscher gibt es auch nicht mehr. Das ist halt, nur weil es mich jetzt trifft, kann ich nicht sagen, lass uns mal hier jetzt die Neonröhren rausschrauben und wir machen jetzt alles mit Kerzen. Dass die KI auf Texte zurückgreift, die copyrightfähig sind, ist für mich per se kein Hindernis. Mache ich auch. Oder darf ich jetzt keine Bücher mehr lesen? Ich lese auch Bücher von Bernhard und die inspirieren mich. Und wenn Bernhard irgendwas super macht, werde ich mir das wahrscheinlich abschauen. Ich werde es nicht abschreiben, aber ich werde es abschauen. Ich werde verstehen, versuchen zu verstehen, wie schafft, ich glaube, Bernhard Hennens große Stärke ist, atmosphärische Schilderungen hinzubekommen. Glaube ich, ist einer der besten Autoren, die das in dieser Hinsicht, das ist ein Bereich, wo Bernhard, es gibt andere Bereiche auch noch, aber das speziell ist ein Bereich, glaube ich, wo Bernhard Hennen top ist. Wäre ja blöd, wenn ich jetzt sagen würde, ich mache das nicht so wie Bernhard Hennen. Ja? Das macht die KI auch. Ist die jetzt böse? Ja, ich lese auch Texte und versuche da was rauszuziehen. Solange die KI nicht sagt, ich nehme jetzt wirklich den Text, der da steht, von Bernhard Hennen und schreibe den praktisch ab. Solange das nicht passiert, habe ich damit auch kein Problem. Ich nutze KI für Texte gar nicht. Das war ja die Ursprungsfrage. Es gibt auch so bei den Periroden-Fans, ist das so ein Gag im Periroden-Forum, den so einer KI mal Fragen über Perioden zu stellen, was ja ein Textkorpus ist, der durchaus zugänglich ist. Die komplette Serie ist digitalisiert. Also ich gehe davon aus, dass die KI davon viel recherchieren könnte. Es ist totaler Schrott, was da rauskommt. Also es ist bestenfalls amüsant. Vielleicht ist sie irgendwann besser. Okay, aber im Moment ist es bestenfalls amüsant. Wofür ich KI nutze, sind Bilder. Nicht Bilder, die ich veröffentliche, aber wenn ich ein Coverbriefing mache. Wenn ich mir also überlege, der Künstler, der das Cover für mich macht, der soll
ein Bild mit einem Segelschiff und einer Klippe und bla bla bla, dann schmeiße ich so ein Midjourney an, mache mir 4, 5 Stimmungsbilder, die so ähnlich sind und schicke ihm die und sage ihm, was halt nicht so doll ist an den Bildern und was anders sein soll. Das würde ich aber auch, oder habe ich vorher gemacht, mit Stockfotos. Also für mich ersetzt die KI nicht das fertige Kunstwerk, sondern die Hinleitung zu dem Kunstwerk. Und ich würde auch behaupten, dass ich die meisten KI-Bilder inzwischen erkenne. Nicht, weil sie schlecht sind, sondern weil sie irgendwie doch anders aussehen als menschengemalte Bilder. Und ich bin neugierig, was da passiert. Also ich habe da weder Angst vor, noch finde ich das irgendwie schlimm oder verwerflich. Bring it on. Eine Frage schaffen wir, glaube ich, noch. Und dann kommt der kulturelle Teil des Abends. Ja, ich habe gerade mal nachgeguckt. Der erste Teil der Abenteuerreihe kam raus 1990. Einer von uns ist alt genug, um damals schon Dinge veröffentlicht haben zu können. Ja, der hat damals mit seinen Steuergeldern deinen Kindergartenplatz finanziert. Und diese Lesungen werden echt fehlen. Ja, ne, Frage dann, damals gab es halt dann irgendwann diese 12 Abenteuer und die hatten ja auch schon einen gewissen Hintergrund. Also als Meister, weiß ich, wenn man sich was angeguckt hat, hat man schon viel mehr mitgekriegt als der Spieler, der irgendwo nur an der Oberfläche gekratzt hat. Aber wenn jetzt einer das selber geschrieben hat und der andere durfte das dann nachlesen, wie viel baut man hinterher noch dazu? Also wie viel Story von 1990 war so Grundgerüst, was dann jetzt sozusagen 2000 und erweitert wurde? Also das war für mich der Grund, warum ich Beon gewählt habe, weil die Filiasson-Kampagne hatte ich ja schon einmal geschrieben als Rollenspielabenteuer, 2,5 Jahre lang Test gespielt mit meiner Rollenspielrunde. Beon war da ein erfrischend neues Feld zum Beackern und da das alles Filiasson fokussiert war, war es eine prima Vorlage für Bernd. Also es war jede Menge Material da, aber auch noch Freiraum. Also ja, also da kann man, glaube ich, wirklich einfach das Volumen sich mal anschauen. Also das ein Fan hat, ich habe es nicht nachgerechnet, aber ein Fan hatte jetzt mal in einer Abschlussbesprechung zu den 12 Bänden geschrieben, es seien 8300 irgendwas Seiten gewesen. Und die sind ja nun nicht so reich bebildert, dass man sagen würde, da steht kaum Text drauf. Und wenn man das vergleicht mit wie viel Text hatte man im Abenteuer, dann sieht man, da muss ja irgendwas dazugekommen sein. Und das ist ja auch. Also das ist ja, das Abenteuer gibt ja vor, was ist die Fragestellung, was ist das Szenario, die Umgebung, in der man sich bewegt und wer sind überhaupt die Nichtspielerfiguren? Das wird ja vorgegeben. Aber wer sind die Spielerfiguren? Das wird ja von den Spielern eingefüllt. Und wie agieren die? Und wie agieren die in diesem Szenario? Und welche Dynamiken ergeben sich zwischen denen? Das ist ja etwas, das im Spiel entsteht und nicht vorgegeben ist durch das Abenteuer. Und natürlich ist das letztlich das, was dann erklärt, warum es so viel mehr Volumen hat. Dann. Deshalb sagen wir Spielleitern auch gerne, lest die Filiasson-Saga, die Romane sind noch jede Menge sind noch jede Menge bösartige Ideen für Spielleiter drin, die in der Kampagne als Rollenspiel fehlen. Ihr werdet viel mehr Spaß haben. Habt ihr irgendwie auch bei der Drakensang, bei dem Filiasson-Saga, dem Teil, der da ist, habt ihr da auch euch mal informiert oder das noch gespielt oder sowas? Nee, also es gibt ja auch tatsächlich von Drakensang noch Abenteueradaptionen, die auf dem Computerspiel basieren. Also die habe ich auf jeden Fall gelesen. Und es gibt ja verschiedene Auflagen von der Abenteuerkampagne. Und in der neuen Auflage der Abenteuerkampagne ist ein Teil von Drakensang, insbesondere Bernhards heimliche Liebe, er wird es abstreiten, Eilif Donnerfaust, ist da also ja eingeführt worden und ist dann aber in der Neuauflage, der neuesten Auflage dieser Abenteuerkampagne auch eingeflossen und demnach dann auch bei uns in den Romanen. Also insofern dann über einen Umweg, wenn man so möchte. Ja. Also schön, dass ihr eine Ja,
das hat Bernhard auch das Herz gewärmt in dunklen Stunden. Ja. Sie hat eine ganz spezielle Art, hineinzukommen. Ins Herz. Ja. Eine ganz kurze Frage. Habt ihr eigentlich auch mal Spieler gefragt, was sie so eingebracht haben? Habt ihr da auch? Was die aus der Kampagne oder was die aus den Romanen in ihr Rollenspiel übernommen haben? Oder? Nee, andersrum. Was die quasi, wenn die Spieler haben ja auch Abenteuer erlebt. Ja. Habt ihr da auch mal Spieler gefragt, was sie so gesagt haben? Nein. Also ich habe im Laufe der 30 Jahre viele Geschichten dazu gehört, aber das macht ja den Charme der Rollenspielrunde aus, dass jeder anders läuft. Also man spielt dasselbe Abenteuer, aber es wird keine zwei identischen Spielabende geben. Das ist ja, was dieses Hobby so faszinierend macht. Man hat dieselbe Basis und dann geht jeder seinen ganz individuellen Weg, der echt erheblich anders sein kann von Abenteuerrunde zu Abenteuerrunde. Eine Sache, die wir aber häufig zu hören bekommen haben in den letzten Jahren war, einige von euch kennen das vielleicht, also man kommt so in die Endstudienphase, die Endausbildungsphase und schwört sich als Spielrunde, es wird immer so weitergehen. Man glaubt das auch in dem Moment, wo man das sagt und dann kommt man in den Job und die Familie und Kinder und plötzlich wird aus dem wöchentlichen Spielabend ein 14-tägiger, dann ein einmonatlicher und dann wird es kompliziert, weil er erst nach München zieht aus dem Rheinland, aber man verspricht sich, alle halbe Jahre schaffen wir das noch, das klappt dann so 2 Jahre lang, dann sagt man Pfingsten. Pfingsten ist es. Wir treffen uns die ganzen Pfingsttage und es wird wie früher sein. Wir zocken gnadenlos durch, Minimum an Schlafen, Maximum an Rollenspiel. Das dauert dann 2, 3 Pfingsten lang, dann bricht auch das in sich zusammen. Und irgendwann ist man dann nur noch Papa und im Job und all diese Dinge und das Rollenspiel verschwindet langsam aus dem Leben. Obwohl man das ganz ernst gemeint hat, dass man seine große Rollenspielliebe niemals verlassen wird. Ganz viele der Leute, die seit 20 Jahren dem Rollenspiel abhold sind, es aber im Herzen immer noch bei sich tragen, sind zu uns gekommen und haben dann gesagt, also wir lesen die Bücher und ich habe das vor 20 Jahren gespielt. Und das ist ja geil, wenn die da im Himmelsturm vor dem Gong stehen und. Es ist, wir haben eine andere Geschichte gespielt in unserer Rollenspielrunde, aber es ist ja dasselbe Setting. Es ist ein Déjà-vu nach dem anderen an die große goldene Zeit, als wir noch wöchentlich Rollenspiele hatten. Und das war immer eine große Freude, diese Leute zu erleben und zu hören und zu sehen, dass wir denen mit den Romanen etwas gegeben haben, eine Erinnerung an längst vergangene Zeiten. Und dann gibt es halt noch die neuen Spielleiter, die begeistert sagen, ja, es stimmt, mit den vielen bösen neuen Ideen, die in den Romanen drin sind, habe ich meine Spielrunde schon nächtelang mit quälen können. Ich muss ein bisschen ungemütlich werden. Ihr müsstet zum Ende kommen. Ja, Bernd ist schon dabei, die Gesangsblätter zu verteilen, damit keiner die Ausrede hat, hier nicht mitsingen zu können. Wir werden dann wohl im Gesang abbrechen müssen. Einfach schneller singen, also 3 Minuten. Das war jetzt ein ganz schlechter Vorschlag. Er wird das versuchen umzusetzen. Ich weiß, er wird versuchen, das umzusetzen. Ihr habt 3 Minuten, um dieses Lied zu singen. Es sind 14 Strophen. Also schaut schon mal in den Text hinein. Ich mache, was ich immer gemacht habe, wenn gesungen wird. Ich werde hier unsichtbar auf der Bühne. Viel Spaß damit. Das muss jetzt alles ein bisschen rütteln hier. Ich habe leider, glaube ich, nicht für jeden ein Textblatt, aber jeder zweite sollte eigentlich eins haben. Also wenn ihr das ein bisschen so verteilt, dass alle ausgucken können, das wäre schon super. Torwald, wir sagen es Kunst, wir machen es kurz und schmerzlos, 14 Stunden, 13 Gefängnis. Also es geht darum, oder es ist einfach so, wenn ihr halt beim Text mal ein bisschen in die falsche Zeile rutscht, ist nicht so schlimm. Wenn ihr die Melodie nicht drauf habt, ist nicht so tragisch. Ihr singt einfach ein bisschen lauter, das gleicht das aus. Also, ich gebe mal ein A vor, dass wir alle auf demselben Ton auskommen. Herr Held in der Halle, fragt, ob ihr es wohl wirklich wagt, durch Eis und Wald und über Meer.
Das Wohl König der Meere, das Wohl König der Meere, das Wohl König der Meere, König der Meere. Zweiteiligen Kopfschwänzler, fang mir, zweiteiligen Kopfschwänzler, fang mir, zweiteiligen Kopfschwänzler, fang mir, tut es für die Ehre. Das Wohl König der Meere, das Wohl König der Meere, das Wohl König der Meere, König der Meere. Den Himmelsturm ist hier erforschen, Himmelsturm ist hier erforschen, Himmelsturm ist hier erforschen, tut es für die Ehre. Das Wohl König der Meere, das Wohl König der Meere, das Wohl König der Meere, König der Meere. Das Volk des Wolfes sollt ihr retten, Volk des Wolfes sollt ihr retten, Volk des Wolfes sollt ihr retten, tut es für die Ehre. Das Wohl König der Meere, das Wohl König der Meere, das Wohl König der Meere, König der Meere. Findet mir die Silberflamme, findet mir die Silberflamme, findet mir die Silberflamme, tut es für die Ehre. Das Wohl König der Meere, das Wohl König der Meere, das Wohl König der Meere, König der Meere. Jetzt etwas flotter. Mit Schlangenzahnrecht aus dem Kiefer, Schlangenzahnrecht aus dem Kiefer, Schlangenzahnrecht aus dem Kiefer, tut es für die Ehre. Das Wohl König der Meere, das Wohl König der Meere, das Wohl König der Meere, König der Meere. Dem Toten wäre den Leber, trotz der 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 Toten wäre den Leber. Das Wohl König der Meere, das Wohl König der Meere, das Wohl König der Meere, König der Meere. Das Meer aus dann müsst ihr bezwingen, Meer aus dann müsst ihr bezwingen, Meer aus dann müsst ihr bezwingen, tut es für die Ehre. Das Wohl König der Meere, das Wohl König der Meere, das Wohl König der Meere, König der Meere. Des Propheten Traum und Ehre, des Propheten Traum und Ehre, des Propheten Traum und Ehre, tut es für die Ehre. Das Wohl König der Meere, das Wohl König der Meere, das Wohl König der Meere, König der Meere. Stellet euch den nächsten Göttern, stellet euch den nächsten Göttern, stellet euch den nächsten Göttern, tut es für die Ehre. Das Wohl König der Meere, das Wohl König der Meere, das Wohl König der Meere, König der Meere. Sucht die dritte Nebelinsel, alte Pracht auf Nebelinsel, alte Pracht auf Nebelinsel, tut es für die Ehre. Das Wohl König der Meere, das Wohl König der Meere, das Wohl König der Meere, König der Meere. Kämpft um das Glück des alten Königs, für das Glück des alten Königs, für das Glück des alten Königs. Das Wohl König der Meere, das Wohl König der Meere, das Wohl König der Meere, der Meere. Noch mal die Retterin, zu dem Freund die Retterin, zu dem Freund die Retterin, tut es für die Ehre. Das Wohl König der Meere, Let's go!